Naja, das ist schwierig. Es gibt, ich kann mir nicht vorstellen, dass es ein europäisches, gesamteuropäisches Gedenken gibt, weil die Erfahrung, die Schicksale der europäischen Bevölkerung, um nicht zu sagen Nation, doch sehr anders gewesen ist. Ja, Deutschland war, wenn man so will, der Verursacher. Die meisten waren in unterschiedlicher Weise und Abstufung Opfer, Beteiligte, Kollaborateure. Dass insofern die Gedächtnisse eigentlich nicht gesamteuropäisch sein können. Was sehr paradox ist. Einerseits, dass Europa eigentlich ein Projekt der Neutralisierung der Gedächtnisse war, vor allem des deutsch-französischen Gedächtnisses, damit man zusammenkommt. Also man erinnert sich, um sich nicht zu erinnern. Ja, jedenfalls nicht an das Trennende zu erinnern. Einerseits geht es darum, Gemeinsamkeiten herbeizuführen, die man gemeinhin als Werte bezeichnet. Aber die Werte sind auch verbunden mit Gedächtnissen und mit Erinnerungen. Und da sehe ich doch Unterschiede. Und insofern ist es nicht sehr verwunderlich, dass nach so vielen Jahren und Jahrzehnten europäischen Einigungsprojektes sich doch, wie man sieht, ja, Unterscheidungen ergeben. Wir reden wieder von Osteuropa, obwohl es dieses Osteuropa ja gar nicht mehr gibt. Das ist eine politische Bezeichnung gewesen, in denen merkwürdige Gemeinsamkeiten offenkundig werden. Wir schauen nach Westen, wir sehen, wie England abdriftet. Was im Übrigen auch mit Bildern des Zweiten Weltkrieges einhergeht. Die Briten haben das Gefühl, sie kämpfen sozusagen im Battle of Britain. Eine deutsche Hegemonie, die sie auf dem Kontinent zu erkennen glauben. Ja, das spielt alles eine Rolle. Frankreichs Rolle bleibt ungeklärt. Wir sehen die italienische Entwicklung, das sind ganz, ganz verschiedene Entwicklungen, die Deutschland zum Glück, würde ich fast sagen, noch nicht wirklich erschüttert und berührt haben. Schwer zu sagen. Einerseits ist die Aufmerksamkeit groß und man erkennt das, man sieht das, also es sind Vorfälle. Inwieweit es sich um eine wirkliche Steigerung handelt oder um eine größere Aufmerksamkeit, oder dass es sehr viel mit etwas zu tun hat, was nicht direkt mit all dem zu tun hat, nämlich mit dem Internet, mit den sozialen Medien, mit der Anonymität im Internet, indem man sich sozusagen äußern kann und auch wieder verschwindet im Dunkeln des Internet. Das ist früher nicht möglich gewesen. Also heutzutage vermischen sich ja die Sphären von intim, privat und öffentlich, die werden ja ununterscheidbar. Früher musste jemand, der sich äußert, sich entweder in einem Zeitungsartikel äußern oder auf der Straße eine Rede halten. Das ist heute alles nicht der Fall. Insofern ist es schwierig zu erkennen, ist es wirklich mehr oder wird nur eigentlich das Innere stärker nach außen gekehrt?